Hallo und herzliche Grüße aus Kolumbien. Hier ist es am späten Nachmittag, die Sonne geht unter. Da soll man einer behaupten, der Himmel sei kein nicht spannend anzugucken. Ich habe mal auf einer meiner Reisen eine Nomadin getroffen, die hat mir gesagt, ja, sobald die Kinder im einschulungsfähigen Alter sind, ist Schluss mit dem Rumgereise, da geht es zurück nach Deutschland, dann kommen die in die Schule. Mir ist da die Spucke weggeblieben. Für mich ist, also die Schulpflicht in Deutschland wäre, wenn überhaupt, ein Grund auszuwandern. Gegeben, dass ich jetzt da schon in Kolumbien bin, ist das für mich ein Bonus, dass das Thema für mich komplett wegfällt und ich nichts mit dem deutschen Schulsystem zu tun haben muss. So unterschiedlich können die Perspektiven sein. Um der Welt eine Chance zu geben, zu verstehen, warum ich so denke, muss ich mal über Schule reden. Und ich fange ganz, wie soll man sagen, ganz unformal, einfach mal mit 23 furchtbaren Anekdoten aus meiner Schulzeit an. Ja, da war die Grundschülerin eigentlich eine Schreckschraube. Die hat die Eigenschaft gehabt, ihre Schüler binnen weniger Wochen in Rollen einzuordnen, und in denen sind sie dann verblieben. Und das waren leider nicht immer positive Rollen. Ja, das Ergebnis war, mein kleiner Bruder, der hat also über 3 Jahre lang völlig grundlos geglaubt, er sei ein Nichtsnutz, weil er immer nur Verachtung zu spüren bekommen hat. Der Fluch, der war erst dann zu Ende, als wir einen Lehrerwechsel hatten, ja, weil wir umgezogen sind. Dann war da die Mathematiklehrerin, die mich unterrichtet hat. Die hatte das Auftreten einer Kindergärtnerin mehr als einer Lehrerin. Und angesichts der Unterforderung und der Langeweile, die ich in ihrem Unterricht hatte, hatte sie die einfache Lösung, mich dann vor die Tür zu schicken. Ja? Dass ich bei ihr schlicht nichts gelernt habe, das hat sie bis zum Schluss nicht mitgekriegt und es hätte sie wahrscheinlich auch nicht gejuckt. Dann hatte ich einen sympathischen Deutschlehrer, der sich ein bisschen zu gut mit den Schülerinnen in der 5. und 6. Klasse verstanden hat. Es hat sich dann herausgestellt, der wurde von einem anderen Gymnasium auf unser Gymnasium zwangsversetzt, weil er da eine Affäre mit einer Schülerin hatte. Dann waren da 2 Deutschlehrerinnen, die im Klassenraum ihren Feminismus frei Lauf gelassen haben. Ja. Der historische Ausgleich hat dann hatte zur Folge, dass dann die Jungs bei ihr regelmäßig das Nachsehen hatten, vor allem wenn verbale Klatschen verteilt wurden. Vielen Dank für gar nichts. 3 eingebildete Kunstlehrer. Deren Genie wurde nie von der Gesellschaft anerkannt. Dafür haben sie sich aber im Klassenraum gekonnt als Elite stilisiert. Dass wir überhaupt an diesem Kunstunterricht teilgenommen haben, war im Kern Anmaßung, ja, weil wir wirklich gar nichts konnten. Eine Informatiklehrerin, die wusste beim Computer nicht, wo oben und unten ist, musste aber irgendwie uns was beizubringen. Die fühlte sich selber in der Rolle wahrscheinlich auch nicht so wohl. Der Lehrplan hat es halt erzwungen. Irgendjemand muss diesen Job ja machen. Ein völlig ausgebrannter Englischlehrer, der eigentlich sympathisch war, dann leider hatte die Platte bei ihm irgendwann Sprung. Sobald der Lärmpegel ein bisschen zu hoch war, dann ging bei ihm so ein 5-minütiger mahnender Vortrag los. Dass dann irgendwann mehrere Schüler den einfach spontan auswendig mitgesprochen haben, hat diesem Trauerspiel leider keinen Abbruch getan. Dann war da die kleine Mathe-Referendarin, die weinend den Klassenraum verlässt, weil sie angesichts der unmöglichen Aufgabe, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, einfach nur am Verzweifeln ist. Die Geschichte an sich ist eigentlich gar nicht so furchtbar, aber beispielhaft für das, was man die Lernatmosphäre nennt. Und genauso beispielhaft für die Lernatmosphäre war umgekehrt der Lateinlehrer. Der hat quasi im Sinne von Generalprävention, immer wenn irgendjemand laut war, an diesem Schüler prompt ein Exempel statuiert, indem er also völlig unverhältnismäßig den dann zusammengefaltet hat. Das hatte dann die angenehme Konsequenz, dass der Lateinunterricht also sehr selten von irgendeinem todesmutigen Schwätzer gestört wurde und unser Lateinlehrer, ja, der musste nicht weinend rausrennen. Dann hatten wir einen Sportlehrer, der hat jede erdenkliche Gelegenheit genutzt, um einfach uns in den Wald zu schicken zum Crosslauf. Ja. Selber ist er nicht gelaufen, das wirkte dann immer ein bisschen faul und ein bisschen nachlässig seinerseits. Dieser Eindruck wurde dann dadurch bestätigt, dass er uns eines Tages aus Versehen in der Umkleidekabine einschloss. Und das war ein Freitagnachmittag, ja, und er hat vergessen, wieder aufzuschließen. Dann waren also 15 Jungen mit der Angst, da das ganze Wochenende in der Umkleidekabine zu verbringen, eingeschlossen. Und dann haben wir ohne jegliche Aussicht, dass das irgendwie Erfolg hätte, diese massive Tür bearbeitet, bis uns eine Stunde später ein anderer Lehrer zufällig fand, also war noch nicht ganz so spät am Wochenende, und so ist die Geschichte eigentlich harmlos verlaufen. Ja, bezeichnend war dabei allerdings, dass sowohl der Lehrer, der uns da gefunden hat, als auch der Verantwortliche, der uns eingeschlossen hat, der hatte nichts Besseres im Sinn, als uns Vorwürfe zu machen. Ich zitiere, hat irgendjemand von euch eine Haftpflichtversicherung? Ja, die Frage nach dem Wohlergehen von uns 15, die war nie so richtig eine Erwähnung wert. Dann hatten wir einen voll depressiven Geschichtslehrer. Zu allem Überfluss ist dann seine Mutter gestorben und er hat mehrere Wochen gebraucht, um sich dann von seiner Arbeit krankschreiben zu lassen. Ob er sich erholt hat, davon weiß ich nichts. Mehrere Schulklassen hatten also dann
in der Woche die fragwürdige Ehre, dabei zu helfen, seine Trauer zu verarbeiten. Und der Start in den Unterricht war dann regelmäßig ein Satz, in dem er darauf hinweist, dass er also immer noch nicht unterrichten kann. Wir hatten aufrichtig Mitleid mit dem Mann. Ja, mit Abstand betrachtet war das aber eigentlich emotionaler Missbrauch an den Schülern. Ein auch depressiver, nicht ganz so schlimm depressiver Mathematiklehrer, der war dann immer durch unerledigte Hausaufgaben komplett enttäuscht von uns und persönlich angegriffen. Der Höhepunkt, der traurige, war dann der Folgemontag des 11. Septembers, an dem er dann seinen desolaten Gemütszustand endgültig offenbarte und natürlich nicht unterrichten konnte, natürlich aber jemand brauchte, der sein Gejammer anhört. Mindestens drei Alkoholiker waren unter meinen Lehrern. Man weiß es ja nicht ganz genau, aber bei drei war es offensichtlich. Und einer davon war so ungehemmt, dass man bei dem nicht in der ersten Reihe sitzen wollte, einfach wegen des Schnapsgeruchs. Und wenn ich dann am Mittwochmorgen um kurz nach acht etwas zu spät in die Schule gekommen bin, saß da immer die Klasse ohne Lehrer da, was ein komischer Anblick ist, weil der immer regelmäßig 10 Minuten zu spät gekommen ist. Und wenn man dann gefragt hat, hat er sichtlich angeheitert seine Lieblingsentschuldigung herausgekramt. In der engen Einbahnstraße konnte er die Müllabfuhr nicht überrollen. Da hatten wir einen eigentlich sehr sympathischen Geschichtslehrer, der hat seinen Unterricht genauso wie wir Schüler als völlig langweilige Pflicht wahrgenommen und sich auf die Art und Weise paradoxerweise mit uns verbrüdert. Der war legendär durch seine extrem langen Witze. Wir kannten die Pointen alle schon, aber die waren super geeignet, um Zeit zu schinden. Und als der mal mit einem anderen Lehrer zu zweit unterrichtet hat und dem einfach komplett das Feld überlassen hat, hat er auf dem Lehrerpult so einen Schnipsel entdeckt, den er durch Pusten in die Luft befördern konnte. Wunderbares Schauspiel. Da war da die sehr strenge Musiklehrerin, von der wir nie genau verstanden haben, warum die eigentlich so streng war. Die hatte vielleicht Komplexe, weil die nicht Klavier spielen konnte und ihre Fähigkeiten zum Gesang im Unterricht nicht so gefragt waren. Der begabteste Schüler im Musikunterricht, der musste ein bisschen leiden. Man kann mutmaßen, ja, dass sie den als Bedrohung wahrgenommen hat, ja, weil sie irgendwie aufzufliegen droht mit, keine Ahnung, mangelndem musikalischen Talent. Das wäre gemein. Da hatten wir einen Englischlehrer, der eigentlich nur gebrochen Englisch sprechen konnte. Ja, da hat er gerne den Unterricht mit so einer scheinphilosophischen Frage gestartet. Einfach in der Hoffnung, dass es dann eine Debatte gibt, ja, und der Unterricht dann von da aus seinen Lauf nimmt und er die Schüler nur dran nehmen muss und sonst nichts machen muss. Ein anderer Englischlehrer, absoluter Höhepunkt, das war jetzt ein Muttersprachler aus den USA. Großartig. Der hat völlig ohne Übertreibung, hat er seinen Unterricht nicht auf Englisch gehalten, sondern in seinem gebrochenen Deutsch. Und hat uns Schülern das Englisch sprechen überlassen. Wenn einer von uns Schülern dabei einen Fehler gemacht hat, wurde er einfach ein bisschen ausgelacht oder milde beschimpft, ja, weil das einfach seinen Horizont gesprengt hat, dass jemand nicht richtig Englisch sprechen kann. Wütend wurde dieser Lehrer allerdings dann, wenn man ihn darauf hingewiesen hat, ja, dass sein Deutsch völlig ungenügend ist und das voll war von ganz eigentümlichen Ausdrucksweisen. Er war einer von vielen Lehrern, die völlig unvorbereitet in den Unterricht gegangen sind. Das ist mir per se jetzt keine Anekdote wert. Ich verstehe allerdings nicht, warum. Ja, man könnte ja das Lehrbuch als groben Leitfaden nehmen, weil es dabei hilft, zumindest ein Minimum an Struktur zu erreichen. Es scheint so, dass das völlig lehrmaterialfreie Unterrichten noch ein noch höherer Grad von Freiheit darstellt. In diesem Sinne hatten wir einen Sozialkundelehrer, der die Freiheit also noch weiter gesteigert hat, indem er seinen Unterricht in Deutsch, Geschichte und WIPO, ja, Wirtschaft und Politik, als träge Improvisation zu irgendeinem Schlagwort gestaltet hat. Das wurde dann ab und zu dadurch unterbrochen, ja, nicht mehr als einmal die Stunde, dass er an die Tafel gegangen ist, und hat er da viel zu groß irgendeinen Fachbegriff aufschreiben wollen, war dann immer verdutzt, wenn er am Ende des Wortes die Tafel schon vorbei war, vor dem Ende des Wortes die Tafel vorbei war, er dann irgendwo ein Trennzeichen improvisieren musste, eine neue Zeile anzufangen. Ja, da hat dann mal am Ende einer Unterrichtsstunde eine Mitschülerin völlig aufrichtig gefragt, war das jetzt WIPO oder Geschichte, und hat das Elend damit gut zusammengefasst. Dann hatten wir einen Physikreferendar, von dem ich ein paar Jahre später zurückgespielt bekommen habe, dass er ganz genau erinnert hat, wie drei engagierte Schüler in der allerersten Stunde eine Frage hatten, die er nicht beantworten konnte, und seitdem dann in der letzten Reihe saßen, ja, und kein Interesse mehr an dem Unterricht gezeigt haben. Ich war einer von diesen drei Schülern. Wir haben uns nichts dabei gedacht, obwohl natürlich das unausgesprochene Urteil war, wir finden dich inkompetent. Hart waren wir wohl, aber leider nicht unfair. Ein Schatz unter meinen Anekdoten, ein Philosophielehrer, dem meine Kritik an seinen sehr festen moralischen Vorstellungen irgendwie zu viel wurde. Und dann hat er mir also in irgendeiner schriftlichen Arbeit eine 4 gegeben, weil, in Anführungszeichen, ich zitiere, ich zum falschen Ergebnis gekommen bin. Philosophie ist nicht jedermanns Sache. Dann war da natürlich noch ein Biologielehrer, dessen Ausraster immer so lustig waren, dass wir absichtlich angefangen haben, den zu provozieren. Also nicht, dass ich mich das getraut hätte, aber nach anfänglichem Mitleid habe ich diese Show dann natürlich auch genossen.
Okay, und zuletzt mein Deutschlehrer. Der war zu mir immer sehr fair, ein bisschen zu streng, aber auch auf positive Art und Weise fordernd. Der war unglaublich kompetent, unglaublich engagiert. Das hat man daran gesehen, also dass er die Deutscharbeiten innerhalb eines Wochenendes korrigiert zurückgegeben hat und ganz üppige rote Anmerkungen da drin waren, die alle spezifisch und fachgerecht waren. Leider war der Preis für seine Kompetenz, dass er auf der anderen Seite eine cholerische Grundhaltung an den Tag gelegt hat, die er dann bevorzugt an jungen Schülerinnen ausgelebt hat. Und wenn die da angefangen haben zu weinen, war das überhaupt kein Hindernis. Gut, dass ein 40 Jahre alter Mann ein 14 Jahre altes Mädchen völlig unfair runterputzt, ja, vor ihren Mitschülern demütigt, das ist zum Glück außerhalb von Schule sehr selten. Das waren meine 23 Anekdoten. Ich möchte mich bei der Gelegenheit bedanken und dieser Dank ist aufrichtig zu verstehen. Ja, dokumentieren diese Anekdoten doch letztlich nur ein völlig kaputtes System und eine schwierige Anreizsituation. Und der Dank gilt also meinen Helden. Das waren diejenigen Lehrer, die auch unter diesen wirklich widrigen Umständen, ohne dass sie dazu gezwungen würden, wirklich guten Unterricht gemacht haben, mir eine Inspiration waren und mir hin und wieder auch was beibringen konnten. Ja, also vielen Dank an meine Heldenlehrer, vielen Dank an Herrn Klettke, vielen Dank Herr Lenkheit und vielen Dank Herr Boll, der mich im Sportunterricht unterstützt hat und da an mich geglaubt hat. Das hat also sichtlich meinem Selbstwertgefühl gut getan. Damit kommen wir zum Ende des Videos. Hier wird es auch schon dunkel. Ihr wisst es, ich freue mich über jeden Kommentar. Vielleicht hat ja der eine oder andere eine Anekdote beizutragen.